Nee, aber ich... Oh, es schüttet. Are you fucking pissing on me? Ich bin auch schon wieder dreckig, ne? Ich sehe gerade, dass mein Charakter mir sagt, dass ich stinke. Jut, machen hier erstmal das Fleisch ready. Dreckig bei dem Wetter, ja, leider. Dankeschön, Lunatic. Leider dreckig bei dem Wetter. Wundert mich auch extrem, aber das Wetter hilft nicht dagegen. Wir müssen da einmal ins Wasser rein. Wenn das der Ingame-Char schon riecht, Pia, wow. Gattertüren, ja. Brücken, nein. Und Tore, weiß ich gar nicht. Nur Holzgatter, wie es aussieht. Sonst habe ich noch nichts gesehen. Also so Steinpalisadentore oder sowas habe ich noch nicht gesehen. Dankeschön, Taster, für die 7 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Ist dein Nachwuchs eigentlich schon auf der Welt? Nein. Nein, ist er noch nicht. Wir haben jetzt Tag 8 vom Herbst. Wir haben noch 2 Tage Herbst. Dann wird Winter. Und das wird auch sehr, sehr spannend werden, auf jeden Fall. Das Holzgatter ist das Palisadentor. Ach, ist das so groß? Das wirkt ja sehr viel kleiner. Also das wirkt eher wie für den Holzzaun als für das Palisadentor. Ich glaube, das ist eher das Tor für den Holzzaun. But we'll see. Ich habe das Schema noch nicht freigeschalten. Ich kann es dir noch nicht sagen. Okay. Hier wollten wir Roggen anbauen. Das ist schon mal komplett angebaut. Und hier wollten wir auch Roggen anbauen. Und das ist auch schon komplett angebaut. Hier fehlt uns noch Roggen. Fehlt uns echt ein Roggenkorn? Habe ich mich verrechnet und ein Roggenkorn vergessen? The fuck? Es sieht echt aus, als hätte ich ein Roggenkorn vergessen. Da, 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 da. Yo, mir fehlt einfach ein Roggenkorn. Was eine Scheiße. Aber ich habe 593 Silber. Ich könnte ganz frech sein und hier noch mehr Roggen anbauen, ne? Also dieses Feld, das ist Feld 1. Wie groß ist denn Feld 1 nochmal? 16. Wir könnten 17 Roggendinger holen und könnten das auch nochmal anpflanzen. Theoretisch gesehen. Machen wir das mal schnell. Ach, wir können auch zu dem Farmer da oben laufen. Das geht auch. Einfach ein bisschen mehr Roggen. Wir haben ja schon gesagt, Roggen und... Was war das Zweite, was wir für Tierfutter brauchen? Roggen und Hafer war das Zweite, oder? Ich glaube, Hafer war das Zweite. Und Roggen haben wir von Herbst bis Winter. Und Hafer haben wir von Frühling bis Herbst. Das heißt, die Felder sind immer richtig gut belagert quasi. Hallo Miaxi. Wobei wir da wahrscheinlich auch noch viel größere Felder bauen müssen, weil ich möchte halt mein ganzes Tierfutter komplett selbst anbauen und ich möchte viele Tiere haben. Also ich möchte richtig hardcore Fokus auf Tiere machen. Und jetzt haben wir halt nur Hühner bis jetzt. Aber wenn wir jetzt schon mal ordentlich vorproduzieren, dann haben wir das dann vielleicht alles rechtzeitig ready. Keine Ruhezeit für die Felder. Braucht man doch in dem Spiel nicht, oder? Braucht man in dem Spiel Ruhezeit für Felder? Ruhezeit für Felder ist Geld. Also machst du auch den Tierzüchter. Auf jeden Fall. Ich habe Bock, jedes Vieh auf jeden Fall zu haben und zu breeden. Hallo Slimy. Oh, ich freue mich, dass wir heute wieder Medieval suchten können. Und ich möchte mich bedanken dafür, dass ihr meine YouTube-Videos momentan so viel schaut. Ich freue mich extrem darüber, auch hallo YouTube gerade. Ich sehe euch, ich lese alle Kommentare und ich freue mich extrem über das positive Feedback und dass so viele von euch gerade meine Videos schauen. Das macht sehr, sehr viel Spaß, YouTube zu machen, wenn das einfach so lieb angenommen wird. Das macht mich sehr, sehr glücklich gerade. How can I help you?
So, zeig mal deine Ware. Wir brauchen 17. Was hatten wir? Nicht Kohl. 17 Roggenkorn. Geil. Moinsen. Hallo Okonas Welt und hallo Robot. Ah, da hinten sind auch Ziegen, ne? 3000. Die wollen mich arm machen. So, das wäre eine gute Jägerin. Das brauchen wir aber eigentlich gar nicht gerade. Der wäre gut im Abbauen von Sachen. Aber es sind jetzt alle nicht so Weltklasse. Würde ich dann erstmal sein lassen. Da, wir müssen darüber. Dieses scheußliche Wetter, ey. Hab nachgeschaut, das große Tor ist das, was man mit Palisaden verwenden kann. Danke fürs Nachgucken, Rico. Kommt zum LOL-Event eigentlich auch noch ein Video, das war echt mega. Ja, wir haben behind the scenes gevloggt. Ihr müsst halt, also in Zukunft geht das dann potenziell vielleicht ein bisschen schneller mit den Vlogs. Momentan ist es so, Tarek arbeitet für mich gerade noch auf Rechnung. Das heißt, der ist noch nicht Vollzeit bei mir angestellt. Der hat gerade noch einen anderen Job und macht gerade seinen Bachelor fertig. Das zieht sich jetzt noch, ich glaube, was war es, irgendwie einen Monat oder so. Und mit diesem Jahr, mit nächstem oder übernächsten Monat, je nachdem, wie sich's ausgeht, fängt Tarek Vollzeit bei mir an. Das ist der nette Herr, der momentan die meisten meiner Videos schneidet, bei den Vlogs das Kameramann mit dabei ist, der die Monatshighlights und so weiter macht. So. Der fängt dann Vollzeit bei mir an und dann geht das alles ein bisschen schneller. Aber jetzt gerade arbeitet er quasi für mich, hat aber noch eine Vollzeitanstellung und versucht, seinen Bachelor zu machen. Deswegen braucht das alles ein bisschen und die Videos sind nicht über Nacht fertig. Aber es kommt auf jeden Fall noch ein Vlog zu dem ganzen LOL-Event. Wir haben alles im Kasten, aber es muss noch geschnitten werden. So, wo ist denn jetzt diese Ecke? Da ist die Ecke, die gefehlt hat. Jawohl. Und dann wollten wir das hier noch voll machen. Hallo Chopus. Bachelor fertig machen ist wichtig. Ja, auf jeden Fall. Also mir ist das auch ganz wichtig, dass er das fertig macht, bevor er sich dann Vollgas für mich reinwirft quasi in die Content-Arbeit, weil ob jetzt die ersten 1-2 Monate die Videos noch nicht ganz regelmäßig kommen, ist nicht so schlimm. Wichtig ist einfach, dass der Bachelor bei ihm fertig ist und dass es dann quasi aus dem Kopf raus ist, so, ne? Und ich hab's aufs falsche Feld gepackt. Scheiße. Ich hab's aufs kleine Feld gepackt. Ich hab nicht aufgepasst. Mie dumm. So, die Frage ist es in Ordnung, dass das jetzt nur halb gepflügt ist und da unten 2 Streifen fehlen? Ich will halt nicht noch mehr Geld ausgeben für Roggen gerade, weil wir müssen im Frühling Steuern zahlen und Hafer. Ich kann mir das dann nicht mehr leisten. Das heißt, ich lasse das jetzt so, auch wenn es mich ärgert. Wir gehen einfach bis zum Winter gar nicht mehr dorthin. Wir ignorieren das jetzt einfach. Das wird mich mega triggern, das geht durch den ganzen Winter. Nein, wir müssen das machen. Ich kann das nicht machen. Wie viele sind es denn? 8 fehlen, ne? Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich muss nochmal 8 kaufen gehen. Scheiße. Ich kann nicht. Wir werden einfach ganz viel jagen im Winter und damit Geld verdienen. So eine Kacke. Dass ich das vergessen habe. Vielleicht kannst du Roggen klauen. Ich würde es lassen bis zum nächsten. Ja, Moment, aber mich triggert das auch nicht. Mich
triggert's mega. Aber es sind nur 8 Roggenkorn. Die kann ich mir auch noch leisten. Roggenkorn ist ja Gott sei Dank nicht so teuer. Und hallo Chaos Ace. Roggenkorn ist ja Gott sei Dank nicht ganz teuer, deswegen ist es nicht ganz schlimm. Denke ich. Hi. Hello there. Whatever you need. Gib mir nochmal 8 Roggenkorn. Geil. 60 Münzen. Okay, das war doch teuer. Ah. Scheiße. Kurze Random-Frage. Wenn du dir eine Katze als Haustür zulegen würdest, ist Schnurrjoker definitiv in der engeren Auswahl. Wow. Wow. Ja. Also es ist schon witzig, aber es tut mir auch weh. Es tut auch echt weh, wenn ich das so höre. Pia hat noch nicht so richtig mit der Bergarbeit begonnen, nein. Pia hat noch nicht so richtig rausgefunden, wo es Minen und alles drumherum gibt. Pia kümmert sich jetzt im Winter drum. Ich habe jetzt noch 2 Tage Herbst und dann ist Winter und im Winter ist eh nicht so viel mit Ausbauen und so weiter. Ich hätte auch gleich noch Tierfutter kaufen können für die Kühner. Daran habe ich nicht gedacht. Und nein, ich will noch nicht gespoilert bekommen, wo es zur Bergarbeit geht. Ich werde das schon noch rausfinden. So. Katzerich stünde auch in der engeren Auswahl. Katzerich würde ich sehr, sehr feiern. Habe ich noch ein Säckchen? Nein, ich muss mein Säckchen holen. So. Haben wir noch ein Säckchen? Wir haben noch ein Säckchen. Hehe, das ist so ein süßes Wort. Reicht dein Feuerholz für den Winter? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Es ist mein erster Winter mit so vielen Leuten. Also, ich habe keine Ahnung. We'll see. Ich habe am Samstag bei unserem Bäcker ein belegtes Brötchen mit Frikadellen gesehen. Das hieß Kalleklops. Oh, wow. So. Jetzt haben wir richtig viel Roggen angebaut. Das sollte jetzt aber passen. Du kannst nachrechnen. Ich will nicht nachrechnen. Ich will nicht rechnen. Das wird schon schreien, das Spiel, wenn es nicht reicht. Also ich weiß, dass man in dem Spiel sehr, sehr viel minmaxen kann. Und ich will nicht minmaxen. Also für mich ist das echt ein ganz entspanntes vor sich hin daddeln. Und wenn ich merke, dass es nicht reicht, dann muss ich halt ein bisschen mehr bauen. Und das ist okay. Im Zweifelfall muss ich halt dann auch mehr farmen dann. Das geht ja auch. So, schlafen bis zum nächsten Tag. Das ist der letzte Herbsttag. So. Es regnet immer noch. Wie geht's meinen Küken? Die haben auch noch genug Futter. Gut. Hallo Nastanja. Produzieren die Hühner mehr Nahrung, als sie fressen, oder sind die für das RP? Meine Hühner produzieren bis dato noch gar nichts, weil es Babyhühner sind. Die fressen nur und scheißen. Hallo Mick. Okay. Wir machen nochmal einen ganz kurzen Ausruf. Normalerweise ist der Chat sehr, sehr großartig. Jetzt ist der Chat gerade ein bisschen anstrengend. Ich möchte bitte kein Backseating in meinem Chat haben. Ich möchte keine ungefragten Tipps haben. Und ich möchte vor allem keine, du kannst in den Einstellungen eh Dinge umstellen oder stell doch das um oder rechne das oder das um. Nochmal, ich spiele dieses Spiel sehr zur Entspannung, weil ich sehr, sehr viel Freude daran habe, so wie ich es spiele, und sehr viel Spaß daran habe, Dinge zu entdecken. Ich habe keinen Spaß daran, die ganze Zeit im Chat zu lesen, wo ich Dinge optimieren oder verbessern oder noch nachrechnen soll oder umstellen soll. Nein, ich möchte in den Einstellungen nichts leichter machen, wenn ich nicht genug
Brennholz habe, werde ich mehr Brennholz farmen. Cool, dann haben wir das. Und jetzt lehnen wir uns zurück und genießen dieses Spiel und nerven mich nicht weiter. So, wir haben jetzt... Boah, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, das Haus ist immer noch... Ich glaube, dieses Haus ist immer noch leer. Oh, ich könnte jetzt mal gucken, ob ich das vielleicht mit dem Kalk fertig bearbeite. Ich müsste ja mittlerweile auch ein bisschen mehr Kalk haben, ja. Und dann müsste ich doch eigentlich das hier auch fertig verputzen. Jawohl. Alles schön verputzen. Hallo Dark Vision, einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Wirst du auch Prehistoric Kingdom zum Release übermorgen spielen oder erst warten? Das ist schon übermorgen? Hallo Elli. Das ist schon übermorgen? Puh. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber ja, ich werde safe reingucken. Ich werde safe auch übermorgen direkt reingucken, ja. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass das schon übermorgen rauskommt. Können da dann schon alle reinschauen? Dankeschön, Enna, für die 9 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Aber das ist doch der ESO-Tag. Ja, aber ich streame ja nicht nur ESO am Mittwoch. Also wir spielen von 15 Uhr bis 19 Uhr ESO, aber danach können wir ja Prehistoric Kingdom spielen. Das ist ja kein Weltuntergang. Das ist ja kein Weltuntergang. So, was habe ich... Was wollte ich machen? Ich wollte... Tonbewurf war das, ne? Was ich da gesucht habe. Aber baue ich noch gar keinen... Doch, ich baue Ton ab. Aber ich muss Tonbewurf herstellen. Tonbewurf wird mit Stroh hergestellt, war das, glaube ich. Hallo, Elli. Das müsste ich eigentlich hier... Nein. Nein. Ja. Also Mittwoch ist auf jeden Fall ESO-Tag. Ich habe heute schon mit Beatrice und mit Holla gesprochen. Dienstag diese Woche ESO-Tag ist auf jeden Fall fix. Hallo Elli. So, den Stroh können wir wieder rüberpacken. Wir brauchen unbedingt noch jemanden, der einfach so nach Sachen sammelt, also nach Stroh und so weiter. Da fehlt uns echt noch Zeug. Ah, genau, dann können wir hier schon mal weitermachen, dass wir das hier fertig verputzen. Mal gleich sehen, wie viel wir dann brauchen. Gibt es schon eine Idee für eine Community-Gilde? Ja, aber kommt dann alles am Mittwoch dazu. Dürft nicht vergessen, ich war gerade 3 Tage nicht da. Ist gerade ein bisschen viel, alles auf einmal. So, dann hier von der Seite. Hallo Doombreaker. Mittwochs ist ESO. Habe ich gar keinen anderen Holzhammer im Inventar? Aha. So, Holzhammer. Boah, ich habe echt Bock drauf, wenn der Regen weg ist. Der geht mir richtig auf die Nerven, der Regen gerade. So, ach so.
Geil, das Haus ist jetzt komplett fertig verputzt. Das ist schon mal eine gute Sache. Ich glaube, das Haus hier ist auch schon fertig verputzt. Gut, dann können wir hier weiter. Ah, das müssen wir erst umbauen. Das ist noch ein Flechthaus. Das ist nicht schön. Das müssen wir auf jeden Fall noch umbauen. Haben wir da hinten irgendwo ein... Ja, hier. Hier haben wir auch schon so ein Haus. Das können wir auch anfangen zu verputzen. Wird langsam. So. Ja, ja, man kann Häusern Namen geben. Ja, ja, ja. So, das ist das Zentrum an der Küche. Die Frage ist jetzt, wer wohnt bei mir im Zentrum an der Küche? Zwei von drei Leuten. Verschiebe ich die kurz und baue noch mal schnell das Haus um, bevor der Winter startet. Das wäre wahrscheinlich sinnvoll. Das heißt, ich will, dass sie erstmal... Mama, was habe ich denn jetzt hier genau? Zuweisung verwalten. Bernadetta. Du ziehst jetzt einfach in das einfache Haus am Brunnen. Und wer hat mit der zusammengewohnt? Einfaches Haus. Zentrum an der Küche. Fallibock war der andere. Und Fallibock zieht auch ganz kurz mit. Genau. Dann können wir nämlich hier umplanen. Dann ist es schon mal ganz kurz nackt. So, und dann wollen wir bauen. Hier bearbeiten Holz. Holzwand bearbeiten. Holzwand bearbeiten. Holzwand bearbeiten. Holzwand mit Fenster bearbeiten. Holzwand bearbeiten. Holzwand bearbeiten. Holzwand bearbeiten. Holz mit Fenster bearbeiten. Holzwand bearbeiten. Holzwand. Ordentliches da. Oh! Man kann da auch Dekorationen noch hinpacken. Das hatte ich gar nicht am Schirm. Und das auch noch. Und das auch noch. Und das auch noch. Geil! Und dann bauen wir das schnell um. Wo machst du das mit dem Umbenennen? Wenn du auf Verwaltung gehst, auf Häuser und dann drauf drückst, kannst du H drücken für eigener Name. Holzwand ist, wenn du alles aus Holz baust, hast du eine bessere Dichte. Also du brauchst weniger Wärmeholz im Winter. Okay, ich kann immer noch nicht so viel tragen, egal wie sehr ich es versuche. Genau, du musst weniger heizen. Bessere Isolation. Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Wärmedämmung. Hallo, Love. Und ich glaube, es wird auch langsamer schlecht quasi. Also die haben ja alle so eine Halbwertszeit. Die Häuser, die werden ja alle stückchenweise kaputt und müssen dann repariert werden. Und es gibt auch so Stürme und so weiter. Dann können sie auch mal mehr beschädigt werden. Und wenn du sie halt als Holz baust, dann halten die länger aus und du musst nicht so schnell wieder reparieren. Was auch ganz praktisch ist. Hallo Lokon! Wo ist es da? Ich wäre auch gerne dichter wie die Holzwand. Dann bin aber kein Goethe. Oh mein Gott, Chat. Jesus. So, wir haben 4x12, also 48 Bretter brauchen wir.
Und die Einwohner sind glücklicher, oder? Ich habe noch gar nie drauf geachtet, wie glücklich meine Einwohner sind oder nicht sind. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. So, Bretter 48 haben wir gesagt, brauchen wir. Jawohl. Guten Abend, Momoko. Wie viele Einwohner hast, Dorfbewohner hast du bis jetzt? Kann ich gleich gucken. Guten Abend an alle, einen wunderschönen. And we hammer, and we hammer. Ist mir egal, ob ihr glücklich seid. Ihr seid zum Arbeiten hier, nicht für den Urlaub. Also wenn sie dann schneller Babys machen, bin ich auch zufrieden. Bitte was, Dot West? Und danke schön, King Butterbrot. Ich glaube, bei dir hatte ich mich noch gar nicht bedankt. Danke für die Subs. Los. Hämmer ein bisschen schneller. Du bist doch noch im ersten Jahr. Nein, im zweiten. Im zweiten. So. Und jetzt können wir die wieder zurückschieben. Bernadetta kommt jetzt wieder zurück ins kleines Hauszentrum an der Küche. Und wer war ihr Freund nochmal? Boah, ich bin mir gar nicht mehr sicher. Fallibock. Fallibock zieht auch zu... Ach, die sind jetzt ins andere... Ah, nein. Nein, so wollten wir das nicht. Einfaches Haus, genau. Und da wollen wir Bernadetta drin haben und Fallibock. So. Geil. Erstmal zweimal am Tag umziehen. Besser als obdachlos sein, so. Ich hätte sie auch einfach nur rausschmeißen können, ohne irgendwas. Ich muss das Jägerhaus muss ich auch noch umbauen. Hallo Cozy Lara. Gott, das Jägerhaus muss ich auch noch umbauen. Aber ich glaube, das mache ich dann am Stück quasi. Wenn ich dann auch die größere Jägerhütte baue. Das machen wir dann am Stück. Den bauen wir dann direkt ein größeres Haus, glaube ich. Ich hoffe einfach, dass die jetzt im Frühling schwanger werden. Die sind schon lange zusammen, meine zwei Jäger. Das wäre langsam mal Zeit, dass da was geht. Der ist auch schon fertig dort. Kann ich schon schlafen gehen? Nein, erst in 6 Stunden. Es schüttet halt wie Scheiße, ne? Es ist halt Pain so. So, was könnte ich noch machen? Was könnte ich noch bauen in der Zwischenzeit? Ah, genau, wir wollten einmal gucken, wie viele Leute wir mittlerweile haben. Wir haben 13, also insgesamt sind wir 13, aber wir haben 12 Arbeiter gerade. Was ist das für ein Symbol? Achso, das ist ja scheißegal. Das ist scheißegal. Nicht, dass dieses Umziehgedöns den Schwangerschaftstimer resettet. Das wäre nicht schlimm. Das wäre nicht schlimm. So, was haben wir hier? Das ist auch alles nicht schlimm. Das ist alles fein bis jetzt. So, Näherei haben wir auch gebaut. Was hätte uns denn noch gefehlt? Wir haben noch immer keine Mine freigeschalten. Also ich kann eh noch gar keine Mine bauen. Eine Kräuterhütte wäre vielleicht auch mal eine Überlegung wert.
Meine Frau wollte ja auch als Kräuterhexe arbeiten. Okay, die Sache ist halt, ich wollte mein größeres Jagdhaus und meine Kräutersachen ein bisschen weiter wegbauen, weil das für mich immer so, die Kräuterhexe wohnt quasi ein bisschen mehr im Wald, you know. Das heißt, ich würde meine Kräuterfrau irgendwo hier nach oben bauen. Aber hier kommt ja die ganze Landwirtschaft dann. Ah, wo packe ich die denn hin? Weil hier kommen halt noch Vieh. Hier kommt noch Vieh hin. Oder packe ich mein Vieh eher auf die andere Seite da drüber? Kräuterhexe, rauf auf den Scheiterhaufen. Nein, Hexen werden bei uns nicht verbrannt. Hexen werden gewertschätzt. Dankeschön, Mi Skyhawk, für die 7 Monate. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich habe noch keine Mine gefunden, nein. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber die Tatsache, dass Bergarbeiter und Schmied im gleichen Haus wohnen, gibt mir innere Zufriedenheit. Ich habe da allgemein so ein bisschen, da, also beim Pärchen machen, so ein bisschen drauf geschaut, wer mit wem zusammen ist. Meine 2 Jäger sind zum Beispiel auch ein Pärchen. Einfach so als Beispiel. Hier haben, ja, Fischer und Handwerker passt jetzt nicht so gut zusammen, aber ja, Bergarbeiter und Schmied wohnen zusammen. Und Landwirt und Koch, das fand ich auch ganz schön. Hier haben wir 2 Jäger, die zusammen wohnen. Ja, sonst, ich wollte halt auch noch die Näherin und einen der Handwerker zusammenpacken. Aber ich glaube, das hatte sich jetzt auch verloren, genau. Aber die wohnen auch schön. Also die Fischerin wohnt da hinten in der, also hier ist der Handwerkerslot und hier ist das Haus von der Fischerin. Und da hinten ist das Angelding und die wohnen halt da hinten zusammen. Das fand ich auch ganz schön. Kategorie ist immer noch Just Chatting, echt? Nee, ist gar nicht. Das ist eine Lüge. So, von den Sachen können wir alle noch nicht wirklich genug, um was Sinnvolles zu machen. Näherei haben wir auch schon gebaut. Oh, wir könnten schon die bessere Werkstatt bauen. Wie viel Platz braucht die denn, wenn ich die baue? Ach, die verbraucht gar nicht mehr Platz. Die ist nur besser geschützt quasi. Das ist ja dann ultra entspannt. Das ziehen wir jetzt auch noch schnell durch. Dann ziehen wir das auch noch schnell durch. Das fehlt mir im Spiel noch, das Ausbauen von bestehenden Gebäuden. Habe ich doch gerade gemacht. Dankeschön einfach, Lukas, für die 9 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Das geht. Wow, ich habe erst die alten abgerissen und dann neu gebaut. Das geht. Ich weiß nicht, seit wann es geht, aber das habe ich auch schon bei dem großen Lager gemacht. Und das wirklich Geilste daran ist, es zählt trotzdem als Lager, wenn es abgerissen, also wenn du es quasi erneuerst. Das heißt, dieses Gebäude, obwohl ich da gerade eine Baustelle drauf habe, funktioniert trotzdem weiter. Oder zumindest das Lager hat weiter funktioniert. Ob das Gebäude jetzt weiter funktioniert, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Das können wir ganz schnell gucken. Wenn
Nee, die Schmiede, also die funktioniert, glaube ich, gerade nicht weiter. Aber das Lager hat weiter funktioniert. Und hat alles beibehalten an Funktionen. Das war sehr, sehr viel wert, tatsächlich. So, Bretter und Holz. Ich habe gar nicht geguckt. Wir brauchen noch 4 Holzstämme, glaube ich, sind das. Und 24 Bretter. 4 Holzstämme. Und 29 Bretter. Oh, wo sind die denn? Ne, 28 waren es, glaube ich. 29 wäre eine komische Zahl. Ja, das, was Frosty sagt. Das Einzige, was mir wirklich, wirklich fehlt, ist, dass wenn ich in einem Produktionsgebäude stehe, dass ich dann automatisch, wenn ich ein Lager habe, auf das Produktionsgebäude zu, also auf, dass ich für die Ressourcen im Produktionsgebäude automatisch aufs Lager zugreifen kann. Das ist auch etwas, was mir fehlt. Ich finde es extrem nervig, dass für alles, was ich crafte, ich das immer im Inventar haben muss, auch wenn ich neben dem Lager stehe. Da frage ich mich halt, wofür habe ich das Lager? So, wenn das die NPCs können, warum kann ich das nicht? Gerade wenn du dann halt so viel craftest, ist das echt scheiße mit dem Hin- und Hermachen. Dankeschön, Cameos, für die 18 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Ich habe mir zu viel Sachen ins Inventar gepackt. Ich hätte 24 gebraucht und nicht 28. Me stupid. So. Aber Werkstatt ist wieder da. Das ist schon mal schön. Das ist schon mal schön. Wisst ihr, was auch eine der nächsten Dinge ist, die wir machen? Licht. Licht ist definitiv auch eine der nächsten Dinge, die wir machen. Ah, ich muss meinen Dude neu zuweisen. Das war, glaube ich, mein... Ja, das war mein Handwerker. Ja, Licht brauche ich halt. Beleuchtung. Ha, ich könnte es mir halt leisten. Aber dann kann ich meine Steuern nicht bezahlen. Und ich glaube, meine Steuern nicht zu bezahlen mit der Ausrede, aber ich wollte Licht, funktioniert nicht so. Alles klar, Skittl. Wie sieht's denn futtertechnisch hier aus? Oh, geht noch. Ist noch alles im Rahmen. Und hallo, Sherlock Nina. Haben wir noch irgendwas, was ich jetzt noch machen kann, bevor der Winter kommt? Ich warte halt gerade irgendwie nur mehr auf den Winter. Landwirtschaft haben wir bald, das ist ganz cool. Dann können wir Schweine haben. Das finde ich ziemlich nice. Kräuterhütte brauchen wir dann auch noch. Haben wir Eumelino, Feuerholz aufstocken. Wo ist denn mein Feuerholz überhaupt? Hä? Habe ich gar kein Feuerholz? Ich habe doch nicht gar kein Feuerholz. Ich hatte doch richtig viel. Ich habe das doch nicht verkauft, oder? Okay. Wir haben ein Problem. Ich besitze kein Feuerholz. Nee, nee, das geht alles ins große Lager. Okay.
Das ist nicht so gut. Gut. Ich will die halt eigentlich nicht alle so nebeneinander ballern, so, aber ich brauch sie halt. Ein Stein, wir brauchen 8, ne? 2 Stein, 3 Stein, 4 Stein, 5 Stein, 6 Stein, 7 Stein, 8, das ist so, jetzt 8 Stein. So. Und jetzt laufe ich die Strecke wieder zurück. Gut, dass ich nachgekutzt habe. Weit weg und Braunkohlebagger hinstellen. Falls du Tipps brauchst, NRW-CDU fragen. Oh, it hurts. It hurts, but it's true. It hurts, but it's true. Ich wollte sowieso mehr Holzlager bauen. Also das ergibt sich, das passt gut hin, dass ich da jetzt mehr baue. Und den muss ich sowieso noch abreißen, weil er zu nah am Dorf ist. Deswegen bietet sich das an, dass wir das jetzt einmal darüber bewegen. Und wenn wir dann die Tier 2 Holzhütten haben, dann baue ich die 2 zu Tier 2 Holzhütten aus. Und reißt die andere nieder, weil die an der blöden Stelle ist. So, ich muss ganz dringend baden. Ich muss ganz dringend baden. Ich stinke. Gott, ich freue mich so, wenn dieser Scheißregen vorbei ist, ne? Dieses extrem widerliche Wetter. Gar kein Bock. Hallo Mac Mai. Nee, gar keinen Bock. Goldener Herbst, golden am Arsch. Ich sehe hier nur Regen. Regen, 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 Regen. Und Regen, 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 Regen. Richtiges realistisches deutsches Wetter. Darauf könnte ich echt verzichten. Also wirklich. Ich finde den Winter echt schön gemacht im Spiel. Ja, der Winter gibt mir echt positive Vibes, so. Aber den Herbst gerade finde ich scheiße. Haben sie authentisch hinbekommen? Da fühlt man sich richtig unwohl. Ich finde es halt so sad, weil ich halt selber auch so... Ich liebe den Herbst eigentlich. Ich habe selber auch einfach im Herbst Geburtstag und deswegen ist Herbst eigentlich immer eine sehr, sehr schöne Sache für mich. Aber so ist das nicht schön. So mit dem ganzen Regen und allem drum und dran finde ich das nicht schön. I mean, es ist realistisch, aber can we please have sun?